Hello, bald ist Weihnachten. Habt ihr schon alle Geschenke zusammen? Falls nicht, seid ihr hier auf jeden Fall genau richtig. Ich habe euch ja letztes Jahr schon über 50 Last-Minute-Amazon-Geschenkideen gegeben. Dieses Jahr habe ich wieder um die 50 für euch. Ich habe die einfach in der gleichen Liste quasi, wie ich euch damals die Geschenkideen letztes Jahr zusammengestellt hatte, dazu addiert, sodass wir jetzt bei 100 Amazon-Geschenkideen sind. Ich werde euch die Liste natürlich in der Infobox verlinken. Findet ihr dann alle neuen Vorschläge von diesem Jahr und auch noch die vom letzten Jahr. Letztes Jahr waren nämlich echt auch ein paar coole Geschenkideen dabei. Und ich finde auch immer, ich erfinde natürlich das Rad nicht neu hier, ne? Ich zeige euch jetzt nicht irgendwie alles Produkte, von denen noch nie jemand was gehört hat oder so. Aber manchmal ist es so schwer, an so viele verschiedene Sachen und Leute und so zu denken. Manchmal hilft es einfach, ein bisschen Input zu bekommen. Vielleicht kommt ihr auch durch ein Produkt, was ich euch zeige, auf eine andere Idee, die total cool ist oder so. So geht es zumindest mir in meiner Weihnachtszeit. Ich gucke mir immer solche Sachen an. Und dann finde ich entweder was, was total cool ist oder was, was irgendwie mich an was erinnert, was total cool sein könnte. Deshalb legen wir direkt los. Ich habe Produkte aus allen möglichen Kategorien, alle möglichen Preissegmente. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Ich zeige euch in diesem Video mal einige neue, die ich dieses Jahr dazu getan habe. Und dann könnt ihr, wie gesagt, auch in der Liste nochmal ein bisschen scrollen mit den 100 Geschenkideen. Eine Sache, die ich immer absolut liebe zu verschenken, sind so Sets, mit denen man so irgendwas Cooles machen kann. So selbst machen, weil das sind meistens so Dinge, die macht man einfach so nicht so wirklich, weil man bräuchte auch so viele verschiedene Sachen dafür. Man macht die nicht so im Alltag, aber die machen richtig Spaß und wenn man mal so ein Set geschenkt bekommt, kann das eine richtig coole Aktivität sein. Vor allem, man kann das auch sehr gut zusammen dann machen. Man kann das ja verschenken und sagen, lass uns das gemeinsam machen zum Beispiel. Da habe ich wirklich verschiedenste Ideen. Ihr wisst ja zum Beispiel, ich mache gerne so meinen Schmuck irgendwie mal selber. Auch mein Armband oder eine Kette oder da gibt es verschiedenste Sets. Ich habe euch mal eins rausgesucht, es gibt aber ganz viele verschiedene. Dann zum Beispiel finde ich dieses hier auch total cool. Das ist so ein Acryl-Painting-Set, wo so alles drin ist, was man irgendwie gebrauchen kann. Falls jemand zum Beispiel ein bisschen künstlerischer ist oder Interesse daran hat, so das mal auszuprobieren. Unser Gin-Baukasten, auch eine nette Idee für alle, die vielleicht Gin lieben oder wo immer eine Party dann zusammen machen können. Ich habe zum Beispiel letztens mit einer Freundin, sie hatte auch so ein DIY-Cocktail-Set und wir haben es gemacht und es war voll fun, das hat richtig Spaß gemacht. Dann habe ich hier noch so ein Hidden Games, das ist so ein Krimi-Spiel. Da kommt in diesem Umschlag alles, was ihr braucht, um quasi wie so einen Krimi-Fall zu lösen. Auch richtig cool, habe ich auch schon mal mit einer Freundin gemacht. Gibt es auch in verschiedensten Variationen, verschiedene Storylines. Könnt ihr einfach mal schauen, was euch am besten gefällt. Ich habe jetzt mal das hier rausgesucht, was ein bisschen winter-themed ist. Dann haben wir hier noch ein DIY-Teemischungsset. Kann man sich seinen eigenen Tee mischen. Das hier fand ich auch richtig cool. Das ist so ein Makramee-Set. Kann man so lernen, wie man sein eigenes Makramee macht. Auch richtig cool, oder? Stelle ich mir vor, für so Leute, die so ein Boho-Vibe in der Wohnung haben und sowas gern mögen. Noch eine Sache, die überhaupt nicht teuer ist, die ich persönlich richtig cool finde, habe ich mir ehrlicherweise selber auch bestellt letztens. Kommt bald an. Sind so Malbücher für Erwachsene. Das klingt jetzt erstmal vielleicht irgendwie so ein bisschen so wirklich, aber das ist so eine richtig geile meditative Sache, die richtig auch bei der Entspannung helfen kann. Ich mache mir ein Hörbuch rein. Und dann male ich meine Mandalas aus oder meine Blumen. Ich habe zum Beispiel dieses hier gefunden. Das sind alles so verschiedenste Blumen. Das sind richtig schöne Designs. Und ich glaube, für jemanden, der gerne so sowas macht, am Ende des Tages, so um runterzukommen, irgendwie so abzuschalten, ist das auch ein richtig cooles Geschenk. Man kann ja zum Beispiel auch noch so ein Set an irgendwie schönen Stiften oder so dazu holen oder irgendwie sowas. Dann eine etwas persönlichere Sache. Und zwar ist das so ein Wo-alles-begann-Poster. Das kann man personalisieren lassen. Übrigens fällt mir gerade noch ein, ich habe geguckt, dass all die Produkte zumindest bei mir angezeigt würden, als vor Weihnachten noch geliefert. Ihr müsst natürlich schauen, ob das bei eurer Lieferadresse sich irgendwie ändert. Aber ich habe extra Produkte rausgesucht, wo bei mir zumindest angezeigt wurde, dass die noch vor Weihnachten kommen. Das fand ich nämlich besonders cool, auch bei diesen personalisierten Dingen. Diese eure Namen und die Koordinaten an, wo ihr euch vielleicht kennengelernt habt oder habt die erste gemeinsame Wohnung oder irgendwie sowas. Und dann kommt es in so einem Poster. Da gab es auch so ein bisschen unterschiedliche Farben und so. Vielleicht eher so ein paar geschenkt, aber wollte ich immer mit reintun, weil ich das echt eine süße Idee fand. Eine Sache, die finde ich immer gut geht für Leute, die so viele verschiedene Technikgeräte quasi haben, sind diese Stations, die man irgendwie so auf dem Nachttisch oder wo auch immer eigentlich hinstellen kann, wo man so sein Handy ranstellen kann. Das wird irgendwie so kontaktlos geladen. Vielleicht noch einen Ort für eine Uhr hat. Das hier ist jetzt zum Beispiel Apple. Ne? Ihr müsst dann halt schauen, dass ihr das fürs richtige Betriebssystem holt. Da kann man das Handy so vorne dranlegen, das wird geladen. Oben die Uhr drauf, das wird geladen und hinten sogar noch die AirPods. Oder zum Beispiel das hier, das hat auch so eine Lampe hinten dran. Auch richtig cool. Sowas wäre zum Beispiel perfekt für den Nachttisch. Ist zwar sehr klassisch, aber finde ich immer ein schönes Geschenk für alle, die Schmuck lieben. So einen richtig schönen Schmuckhalter, falls die Person sowas noch nicht hat, den man sich irgendwie schön hinstellen kann. Zum Beispiel den hier fand ich richtig hübsch. Der hat unten auch noch so Space, um Sachen reinzulegen. Oder zum Beispiel hier so kleine Schälchen, die man so als Schmuckaufbewahrung irgendwie hinstellen kann irgendwo. Finde ich auch richtig süß. Diese hier fand ich richtig, richtig schön. Wenn wir schon so ein bisschen im Fashion-Bereich angekommen sind, hier mal eine Tasche. Kennt ihr diese Uniqlo-Taschen für 15 Euro oder so, die so Crossbody sind? Ich habe mir erst kürzlich eine gekauft. Gelernt, dass die ziemlich gehypt waren. Zwischenzeitlich auf Social Media habe ich nicht so richtig mitbekommen, aber meine Freundin hat mir das erzählt. Super praktisch. Man kann die Crossbody tragen. Da passt richtig viel rein. Ich habe eine Amazon-Variante gefunden, die schnell geliefert wird. Auch in verschiedensten Farben. Ich finde die richtig süß und ich glaube, da würden sich viele drüber freuen. Ich habe noch diese hier rausgesucht. Die ist ein bisschen verspielter. So ein bisschen mehr so für die Ästhetik-Leute. Einfach, aber ich fand das richtig
richtig cute. Ganz ehrlich, ich würde es benutzen auf jeden Fall. Es ist flauschig und süß und es gibt es auch in verschiedenen Farben. Zum Einkaufen, wenn man unterwegs ist und irgendwas mitnehmen muss. Irgendwie so. Wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen beim Fashion-Aspekt sind, habe ich hier noch so mal Hausschuhe rausgesucht. Ich finde allgemein, das ist jetzt ein Beispiel, allgemein Hausschuhe sind eine süße Idee. Bei Hausschuhen ist, finde ich, so ein Ding. Es gibt bestimmt Menschen, die da so gar nicht drauf stehen, aber ich persönlich finde, man merkt erst, wie geil Hausschuhe sind, wenn man mal welche hat. Ich habe jahrelang keine Hausschuhe getragen. Dann habe ich diese Dinger mir geholt und ich trage die jeden Tag und ich will nicht mehr losgehen und durch die Wohnung laufen ohne diese Teile. Die sind auch auf der Liste drauf. Das war vom letzten Jahr. Ich habe jetzt aber auch nochmal flauschigere rausgesucht. So vielleicht für die Winterzeit, für Leute, die immer so kalte Füße haben oder so. Jetzt hat sich zum Beispiel so Flauschdinger gekauft. Er liebt die auch voll, wenn ihm kalt ist. Er zieht die so an. Ist ja so eingeflauscht. Die hier gab es auch in verschiedensten Farben. Dann vielleicht ein paar beauty-mäßigeren Artikel. Ich habe zum Beispiel hier einmal dieses Handcreme-Set gefunden, was so sehr weihnachtlich aussieht. Fand ich einfach süß. Könnte ich mir auch vorstellen, kann man bestellen und so als kleines Goodie bei so mehreren Weihnachtsgeschenken von Leuten mit dazugeben. Kennt ihr das, wenn man so ein Weihnachtsgeschenk hat und dann verpackt man das so schön und oben steckt noch so irgendwas Kleines mit dran oder so. So zum Beispiel. Oder auch einfach als ganzes Set verschenken für jemanden, der Handcreme liebt. Gesichtsmasken-Sets, irgendwie sowas zum Beispiel, ist auch eigentlich immer eine coole Idee, wenn man jemandem so eine Kleinigkeit schenken will, irgendwie beauty-related ist. Gesichtsmasken sind immer geil. Ein richtig geiles Haaröl, finde ich, ist auch immer eine richtig coole Idee. Ich habe schon mehrmals Haaröl verschenkt und die Leute haben sich immer übelst darüber gefreut. Ich habe jetzt mal das rausgesucht, weil ich weiß, dass es aktuell mega gehypt ist. Es gibt aber auch verschiedenste andere. Dieses Lash-Lifting-Kit finde ich sehr interessant. Ich habe es mir ehrlicherweise letztes Jahr geholt und es bisher immer noch nicht ausprobiert. Ich muss es unbedingt endlich mal machen. Aber eigentlich finde ich es eine richtig, richtig coole Sache. Auch so zum Verschenken vielleicht für jemanden, der sowas gerne mal machen möchte, aber dann es zu teuer ist oder so. Ich finde Lash-Liftings eigentlich ziemlich cool, aber die halten bei mir halt auch immer nur ein paar Wochen und so und dann sind die immer so teuer, wenn man so einen settelt, man kann es zu Hause selbst machen. Aktuell sind ja diese schimmerigen Lippensachen immer so voll gehypt, ne? Wenn irgendwas rauskommt, was so richtig schimmerig auf den Lippen ist. Also für jemanden, der zum Beispiel viel auf TikTok unterwegs ist und so Hype-Produkte mag, kann ich mir das gut vorstellen. Das ist von Kiko so ein richtig schimmriger Lipgloss, der so richtig geil schimmert. Gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Bei den schimmerigen steht immer Pearly davor. Ich würde mich persönlich darüber freuen und ich glaube auch viele andere Leute, die so gerne Schimmriges auf den Lippen tragen. Home-Artikel sind, finde ich, auch immer eine gute Idee. Zum Beispiel so ein schönes Paar Untersetzer. Da gibt es unterschiedlichste. Diese hier fand ich zum Beispiel ganz schön. Es gibt auch welche aus Stein und welche in Marmoroptik und welche ganz bunten. Also je nachdem, was für einen Stil die Person so hat, die beschenkt wird. Ein schönes Set an Gläsern. Ich glaube, das habe ich letztes Jahr eventuell schon gesagt. Aber ich liebe dieses Gläserset. Ich habe es zu Hause. Die sind richtig schön groß, die Gläser. Die haben noch Deckel und Glasstrohhalme kommen auch noch mit dazu. Die haben irgendwie eine coole Form. Darin sehen die Sachen so richtig cool aus. Also ich trinke daraus einfach gerne, wisst ihr? Wenn jemand sich so für Porzellan oder irgendwie sowas interessiert oder gerne so schönes Geschirr hat, finde ich das eine coole Idee. Oder zum Beispiel auch dieses kleine Schüsselset. Da gibt es ja so ganz viele unterschiedliche Sachen auch, ne? An schönem Porzellan und so. Mit schönem Design, verschiedensten Farben. Das ist jetzt mal eins, was ich rausgesucht habe. Sowas vielleicht für jemanden, der sowas gerne mag. Oder auch so ein Kitchen-Tool-Set in so einer schönen, einheitlichen Farbe. So ein richtiges Set, wo alles dann so schön zusammenpasst. Für jeden, der gerne so Aesthetic-Kitchen-Vibes hat. Für Leute, die gern kochen. Ein richtig schönes, gutes Kochmesser. Ich habe jetzt mal hier eins rausgesucht. Nils ist zum Beispiel so jemand, der sich über sowas super freut. Leute, die gern kochen, brauchen gute Messer. Die sind sonst die ganze Zeit genervt, wenn sie schneiden. Ich koche auch gerne, nicht so gerne wie manch anderer, aber es ist schon frustrierend, wenn man so ein halb stumpfes Messer hat und alles dauert irgendwie voll lange. Ich verstehe das schon. Also sowas finde ich auch eine richtig coole Idee. Ich möchte diese Flaschen nochmal einmal mit reinnehmen, diese 720 Degree Flaschen. Nils und ich haben beide eine und wir lieben diese Teile. Wir schleppen die überall mit hin. Die sind den ganzen Tag bei uns. Die wird einfach immer wieder aufgefüllt und damit trinken wir viel mehr. Und der Trinkmechanismus quasi ist einfach so richtig gut, finden wir. Also ganz ehrlich, ich liebe diese Flasche und ich würde die jederzeit wieder verschenken an jemanden, der sowas cool finden würde. An die Bookish Girlies da draußen. Kennt ihr diese Booknooks, die man so selber dann so aufbaut? Die sind so beleuchtet. Man kann die so mit aufs Bücherregal oder in irgendein Regal stellen. Da gibt es auch welche, die nicht so bookish-themed sind und trotzdem total cool. Da kann man mal so gucken. Das hier ist zum Beispiel eins mit Bücherei-Style quasi. Richtig, richtig süß. Das, ich glaube, darüber würde sich jeder Freund, der gerne liest. Oder ihr holt einfach eins mit einem ganz anderen Vibe. Da gibt es auch so Gärten und Sachen und alles mögliche. Ein Diffuser mit verschiedensten so Diffuser-Oils mit dazu. Dieser hier hat sogar noch Licht. Meine Freundin zum Beispiel liebt sowas. Sie hat auch ihren, sie hat ihn im Winter und so immer an. Der trockenen Luft entgegenwirken. Ihre Ölchen macht sie rein. Es ist einfach geil. Wenn jemand auf sowas total steht, ist das, finde ich, eine richtig coole Geschenkidee. So einen schöneren Diffuser. Ganz ehrlich, so ein Obstkorb kann auch richtig cool sein. Dieser hier finde ich zum Beispiel cool. Muss man auch gar nicht unbedingt als Obstgemüse Korb benutzen. Kann man auch in der Küche für andere Dinge benutzen. Irgendwie Sachen drin stauen. Fand ich einfach, sieht richtig cool aus. So ein Mixer-Set. Auch richtig cool. Das hier hatte sogar ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, fand ich. Ich glaube, es ist sogar gerade im Angebot. Deshalb, da ist ein Behälter, ein Pürierstab, was zum richtig Rühren und so, noch so ein kleineres Teil dabei. Also, das ist wirklich so ein Set, mit dem man dann schon echt einiges machen kann. Ein Reiskocher ist wirklich etwas,
wo man nicht weiß, dass man es geil findet und gebrauchen könnte, bis man es hat. Man denkt so, ach komm, ich kann auch einfach so Reis kochen. Deshalb kauft man sich sowas auch irgendwie selten selbst. Aber viele von euch wissen vielleicht, Nils ist halb Filipino und ein Großteil seiner Familie ist Filipino. Und die haben immer Reiskocher. Und wenn man einmal das hatte, merkt man schon, wie geil und praktisch das ist. Vor allem, wenn man gerne und viel Reis isst. Und die gibt es auch schon relativ preiswert zu bekommen. Der Nicer Dicer. Für jeden, der gerne kocht und viel kocht, ist das, glaube ich, ein echt cooles Geschenk. Ich habe mittlerweile auch einen und ich liebe ihn. Ein SodaStream ist zwar ein Tucken teurer. Das klingt jetzt wie so eine SodaStream-Werbung, aber für alle, die immer noch so Flaschen schleppen, wisst ihr, so einfach eine geile Idee. Das ist wirklich praktisch. Wir haben auch einmal mal Sprudelwasser braucht und dann sofort irgendwie irgendwelche Flaschen in was auch immer für einen Stock tragen muss. Das ist schon richtig ungeil, sage ich, wie es ist. Ich würde dann wahrscheinlich einfach keine kaufen. Gibt es auch schon günstiger, mit weniger Flaschen drin. Dann gibt es ja auch noch welche mit Glasflaschen, welche mit so einer Kunststoffflasche. Das ist auch nochmal Unterschiede. Oder zum Beispiel hier so einen Pizzastein für alle, die gerne Pizza mögen und vielleicht mal so ein bisschen fancyere Pizza machen wollen. Wir haben auch so einen Pizzastein, den packt man dann mit in den Backofen. Super cool, wirklich. Also wenn man gerne Pizza mag, ist das ein richtig cooles Geschenk. Und das war nur ein Teil der ganzen Liste. Hier seht ihr mal ein kleines Screen Recording, wie ich das ein bisschen durchscrolle. Dass ihr so seht, da sind wirklich alle möglichen Sachen dabei. Es müssen auch nicht immer genau diese Produkte sein, aber vielleicht bringt es euch auch eine Idee und ihr sagt, oh, dieses Gläserset finde ich cool, aber ich will irgendwie, dass es ein bisschen anders aussieht. Dann sucht ihr euch ein anderes heraus. Ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, ich finde, so durch sowas zu scrollen, gibt einem meistens irgendeine Art von Inspo, vor allem wenn man gerade so ein bisschen auf dem Schlauch steht. Mir hilft es zumindest total. So habe ich mich die ganzen Tage nochmal hingesetzt und immer wieder Sachen in diese Liste dazu getan, die ich einfach gefunden habe, die cool waren. Ich hoffe, das Video konnte ein bisschen helfen, inspirieren. Ihr kriegt eure Weihnachtsgeschenke hoffentlich zusammen. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Schaut gerne noch bei Instagram und TikTok vorbei für weitere Daily Content. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Frohe Weihnachten. Love you!